Hallo! Wir sind auf Madeira, auf dem Pico Ruido. Ich glaube, das sind so 1500 Meter ungefähr hoch. Man könnte da noch weiter hochgehen, das haben wir bei unserem letzten Besuch hier gemacht. Die Straße hier hoch, da werden gerade Rohrleitungen neu nach unten runter verlegt. Und die sind schon fast im Dorf unten. Ja, aber die ist auch richtig gut, die Straße, also neu asphaltiert. Ja. Neben uns sind Leute, die sind warm angezogen und das ist hier oben auch angebracht. Ja. Also wenn ihr hier hoch wollt, keine Sommerkleidung, tut ihr euch keinen Gefallen mit. Ja. Dann lasst uns mal gucken, was hier ist. Ja. Als wir letztes Mal hier waren, da war gerade der zweite Lockdown und da wurde hier ein Gebäude, Restaurant, gastronomisches aufgebaut. Ja, Heidi's. Genau, Heidi's. Und Heidi's hat scheinbar die Sachen mit Corona nicht überlebt. Ja. So, ihr seht das selber. Achada du Teixeira. Das ist es jetzt. Mountain Spot Café. Ja, wir fragen uns, ob man das eher beim Spot vergessen hat. Aber sollte man hier Sport machen? Das ist wahrscheinlich wirklich so. Ne? Okay. Ja, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Habe ich hier die Butze abgeschlossen? Jawohl. Schön hier so mit Lämpchen. Ja. Ja, vor 2 Jahren waren die eigentlich schon ziemlich fertig. Mhm. Die haben also die ganze Technik innen drin schon gehabt, die Maschinen für die Gastronomie, Sitze etc. alles. Also das sah schon aus, als würden die in den nächsten 1-2 Monaten durchstarten wollen. Ja. Und irgendwas ist da wohl dazwischen gekommen. Corona vermutlich. Ja, das sieht so. Das sind ja alle ausgeblutet. Ja, das sieht so danach aus. Und ansonsten hier toll gemacht. Hier oben muss man sehr viel Glück haben mit dem Wetter. Ich will das nur mal zeigen. Wenn ihr jetzt mal geradeaus guckt, da seht ihr so schemenhaft durch die Wolken so eine Gebirgskette. Mhm. Also wenn das aufreißt, dann sieht das richtig toll aus. Ja? Aber man muss einfach hier ein bisschen Geduld mitbringen. Und dann geht man am besten rechts hoch ein bisschen, da ist so eine Anhöhe. Und dann kann man wunderbar ins Tal runter gucken. Ich hoffe heute noch, dass sich das ein bisschen legt, weil für die nächsten Tage sieht das Wetter nicht so prickelnd hier aus. Also viel Regen, nicht unbedingt kalt, aber Regen und vielleicht mal ein bisschen Sonne. So, wollen wir da mal hoch? Ja. Unser Plan war jetzt, hier eine Tasse Kaffee zu trinken, damit wir freien Zugang zur Toilette haben. Hier ist der Eingang. Ja, ich würde sagen, wir machen mal die Kamera aus, ne? Ja, zeig nochmal, wie schön man hier sitzt. Ja, da ist auch noch eine Terrasse. Willst du da nochmal zeigen? Ah, hier sieht man noch die Koordinaten. Northwest. Ja gut, dieser Windfang hier mit dem Glas, das war noch nicht. Alles ist ein bisschen rustikal innen drin, aber das ist ja schön. Ja. Okay, der Betriebshof. Ja, genau. Ich darf vielleicht auch nicht alles zeigen. Genau, das gehört einfach dazu. Ich stelle mich mal mit dem Rücken dahin. Ja, irgendwo muss sowas sein. Ja, also geradeaus. Sieht toll aus. Ja, sieht toll aus. Ich hab's dir gesagt, lass uns das Stativ mitbringen. Brauchen wir doch nicht. Haben wir doch jetzt drauf. Oh, machen wir noch mal so. Ja, dann melden wir uns dann wieder, wenn es weitergeht. Ne? Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.